Ja, ich möchte Ihnen in diesem Kapitel etwas erzählen über lineare Mehrschrittverfahren zur Lösung von Anfangswertproblemen für gewöhnliche Differentialgleichungen. Und wir haben diese Mehrschrittverfahren am Anfang unserer Behandlung von Anfangswertaufgaben schon mal ganz kurz eingeführt. Und da haben Sie insbesondere gesehen, der Unterschied zu den Einschrittverfahren ist nicht besonders groß. Wir werden uns gleich alles noch mal ganz genau anschauen. Und ja, die Frage ist, warum machen wir das denn überhaupt, wenn der Unterschied anscheinend doch nicht so wahnsinnig groß ist? In der gesamten Vorlesung geht es natürlich nicht nur immer um Algorithmen und konkrete Verfahren, sondern es geht auch um grundlegende Konzepte. Und so ein Konzept, das wir gesehen haben, war das Konzept der Diskretisierung. Und ich fürchte so ein bisschen, wenn Sie mal vor einer Klasse stehen und da erklären sollen, was angewandte Mathematik ist, was sie macht, dann werden Sie wahrscheinlich sagen, ja, es ist unglaublich langweilig, denn die tun eigentlich immer dasselbe. Wir haben ein kontinuierliches Problem, das kann sein Integration, Differentiation, Lösung einer gewöhnlichen Differentialgleichung, alles Mögliche. Und dann, was sie machen, ist, die werten einfach an einigen Stellen aus. Und übertragen Eigenschaften des Problems so, dass auch auf diesen diskreten Werten definiert sind. Und ja, und dann sagt man, okay, das akzeptiere ich jetzt einfach als Approximation, was da rauskommt. An einer Stelle haben wir schon mal gesehen, dass das unter Umständen schiefgehen kann. Und das war bei der Polynominterpolation. Da haben wir äquidistante Polynominterpolationen gemacht. Wir haben immer genauer abgetastet eine Funktion und dann erwarten wir natürlich, dass dann auch die Ergebnisse immer genauer werden, na, bei allen unseren Verfahren, ganz egal, was wir tun. Und da sind wir bei der äquidistanten Polynominterpolation so ein bisschen auf die Nase gefallen, denn je feiner wir abgetastet haben, im Beispiel von Runge, umso schlechter wurden am Ende die Ergebnisse. Sowas bezeichnet man eben auch als Instabilität. Ja, wir werden immer genauer, aber die Ergebnisse, die wir bekommen, die werden immer schlechter. Und so das Standardbeispiel für dieses Verhalten sind gerade unsere Mehrschrittverfahren. Und da werden wir sehen, tatsächlich, man muss sehr genau aufpassen, was man hier für Algorithmen nimmt. Man hat eigentlich eine tolle Idee bei den Mehrschrittverfahren. Sieht so aus, als könnte man wahnsinnig viel an Arbeit einsparen. Und leider wird sich herausstellen, ja, das ist richtig, aber man muss auch sehr aufpassen. Und aber bevor wir uns diese ganzen Sachen anschauen wollen, möchte ich einfach nochmal definieren, was sind lineare Mehrschrittverfahren, warum macht es Sinn, die sich anzuschauen, wie leitet man einige her und insbesondere, wie definiert man Konsistenz für diese linearen Mehrschrittverfahren. Im Augenblick habe ich das geplant, dieser Teil ist wahnsinnig lang, kann sein, dass ich zwischendurch nachher einfach abbreche und dann den zweiten Teil daraus mache. Okay, überlegen wir uns nochmal, wie war das bei den Einschrittverfahren? Haben wir im Grunde drei Begriffe kennengelernt, eigentlich zwei Begriffe, nämlich Konsistenz und Konvergenz. Konsistenz, das war sowas wie ein lokaler Diskretisierungsfehler, der dadurch entsteht, dass wir unsere Differentialgleichung nicht kontinuierlich betrachten, sondern einfach nur an einer einzigen Stelle betrachten. Ja? Also, Entschuldigung, dass wir sie eben diskret betrachten. Dass wir nicht die Differentialgleichung betrachten, sondern dass wir sie diskret betrachten. Diese lokalen Fehler, die können sich aufaddieren, das haben wir auch gesehen. Und addieren sich auf der entsprechende Begriff für die Einschrittverfahren, überhaupt für die Approximationsverfahren, war der globale Diskretisierungsfehler. Und das ist einfach der Unterschied zwischen meiner Lösung und mit meiner echten Lösung und der approximierten Lösung. Okay, das heißt also Konsistenz ist sowas wie mein lokaler Fehler, der einfach dadurch entsteht, dass ich an einer Stelle diskretisiere. Und Konvergenz, naja, also der globale Diskretisierungsfehler, das ist wenn ich alle diese Konsistenzfehler aufaddiere, dann komme ich zum globalen Fehler, zum globalen Diskretisierungsfehler. Die Frage ist, addieren die sich so stark auf,
dass dehnen sich die lokalen Fehler so stark auf, dass wir am Ende gar keine Konvergenz mehr haben. Das heißt also, wir gehen natürlich davon aus, wenn wir diese lokalen Fehler immer kleiner machen, dass dann auch der Gesamtfehler immer kleiner wird. Ist das tatsächlich der Fall? Wenn das der Fall ist, dann nennen wir ein solches Verfahren stabil. Und wir haben bei den Einschrittverfahren mit dem diskreten Lemma von Gronwall gezeigt, ja, tatsächlich, diese kleinen Diskretisierungsfehler, die addieren sich nicht so auf, dass der globale Diskretisierungsfehler beliebig groß wird, sondern wenn die Konsistenz gegen Null geht, dann geht auch der globale Diskretisierungsfehler gegen Null und tatsächlich, wir bekommen Konvergenz. Ja. Okay, das heißt aber, diese Stabilität, diese Eigenschaft der Stabilität, die ist nicht selbstverständlich. Ja, wir haben es hier gezeigt mit dem diskreten Lemma von Gronwall. Und wenn ich hier jetzt so große Worte mache, dann ahnen Sie schon, naja, bei linearen Mehrschrittverfahren ist das unter Umständen nicht mehr der Fall. Okay, wir wollen uns erstmal als Beispiel hier so ein Mehrschrittverfahren anschauen und werden anschließend für genau diese Form ein paar vernünftige Mehrschrittverfahren auch herleiten. Erstmal, wie sahen diese Einschrittverfahren aus? Einschrittverfahren waren immer von der Form yk plus 1 gleich yk plus h mal f von tk yk und ich hatte das h hier erst vergessen, h mal phi von tk yk und h. Okay, die einfachste Form war das Verfahren von Euler. Und da haben wir einfach nur die Funktion f an der Stelle tk yk ausgewertet. Die alternativen Verfahren waren die Runge-Kutta-Verfahren, sowie Heunen und so weiter. Verbessertes Euler-Verfahren, ja, haben wir alle gesehen. Und ich betrachte erstmal nur explizite Verfahren. Die hatten als zusätzliches Feature, dass man diese Funktion f mehrmals ausgewertet hat. Man hat das nicht nur ausgewertet an der Stelle tkyk, sondern hat sich mit Hilfe von tkyk noch so Zwischenwerte gebastelt und hat an diesen Zwischenwerten dann noch einmal die Funktion f ausgewertet. Das heißt also, pro Schritt musste das f mehrmals ausgewertet werden und belohnt wurden wir dafür mit einer höheren Konvergenzordnung, beziehungsweise erstmal Konsistenzordnung und mit dem Lemma von Gronwall dann auch mit einer höheren Konvergenzordnung. Okay, bei den Mehrschrittverfahren ist unsere Idee, wir wollen tatsächlich nur die Funktion f wirklich nur an den Stellen tkyk auswerten, sonst gar nichts. Jetzt ist natürlich irgendwie dann unklar, wenn ich nur an einer Stelle auswerten kann, dann kann ich nicht viel mehr machen als Euler, wenn ich bei dieser Form hier oben bleibe. Aber bei den Mehrschrittverfahren sagt man sich, naja, also wenn ich jetzt im Lauf des Verfahrens bin, dann habe ich ja nicht nur das yk und eben dann auch die Auswertung an der Stelle tkyk, sondern ich war ja vorher an der Stelle yk minus 1 und das yk habe ich ausgerechnet mit Hilfe des Funktionswerts an der Stelle tk minus 1 und yk minus 1. Okay, das heißt, ich habe nicht nur den Funktionswert an dieser Stelle, ich habe auch natürlich noch den Funktionswert an der letzten Stelle. Das heißt, unsere neue Idee ist jetzt, wir wollen ein Mehrschrittverfahren herleiten der Form yk plus 1 gleich yk plus h mal phi von tk. Naja, und das darf jetzt nicht nur abhängen von yk und h, sondern es darf auch meinetwegen noch abhängen von yk minus 1 und auch noch zusätzlich noch abhängen von yk minus 1, also vom letzten Wert, den wir vor dem yk schon berechnet haben. Unsere zusätzliche Idee soll sein, dieses Phi soll tatsächlich nur Auswertungen von f an diesen Stellen tk minus 1, yk minus 1 und tk yk enthalten. Das werden wir gleich sehen, das wird unsere Idee hier vorne sein. Wenn wir jetzt sowieso schon zulassen, dass das yk minus 1 auf der rechten Seite auftritt, dann könnte man natürlich auch sagen, gut, wir nehmen hier vorne nicht nur das yk, sondern wir schreiben das Ganze so als yk plus 1 gleich yk minus 1 plus h mal, ja, und dann wieder so eine Verfahrensfunktion, die abhängt von tk, yk minus 1, yk und h. Und das wäre sowas wie eine zweite Form, die wir hier vorne haben. Ne? Das heißt, wir lassen nicht nur zu, dass das yk hier vorne steht, wie bei den Einschrittverfahren, sondern hier könnte auch irgendwas anderes stehen, was auf der rechten Seite schon auftritt. Ja, und das Letzte, natürlich begnügen wir uns nicht mit k-1, sondern wir lassen natürlich zu, dass da k-2 und so weiter auch noch auftreten, bis zu irgendeinem höchsten Grad. Und das nennt man auch die Stufe dieser Mehrschrittverfahren. Okay,
Wir können es auch noch ein bisschen komplizierter machen. Das waren jetzt alles explizite Verfahren. Das yk plus 1 tauchte jeweils auf der rechten Seite nicht auf. Jetzt könnte ich natürlich das yk plus 1 auf der rechten Seite auch noch zulassen. Dann bekomme ich hier wieder implizite Verfahren der ersten Form und hier der zweiten Form. Ja, was ist dabei natürlich immer unser Leitgedanke? Wir wollen Approximationen an die echte Lösung ausrechnen. Das heißt, wenn y quer, habe ich das jetzt immer genannt, ja, wenn also y quer jetzt die Lösung meiner Anfangswertaufgabe ist, dann soll natürlich yk eine Näherung für y quer von tk sein und so weiter, genau wie wir es bei den Einschrittverfahren und bei der Einführung der Gitter auch festgelegt haben. Okay, diese ganzen Verfahren, die man auf diese Art und Weise gewinnt oder definiert, haben ja eingängige Namen und ich habe die tatsächlich hier mal hingeschrieben, weil wenn man sich das in Python, in MATLAB irgendwo sich einfach mal anschaut, dann treten diese Namen häufig auf für die Funktionen zur Lösung von Differentialgleichungen, von Anfangswertaufgaben, die tatsächlich genutzt werden. Und zwar hier zum Beispiel, also dieser Typ 1, also yk plus 1 gleich yk plus h mal eine Funktion, in der auftauchen dürfen hier vorne yk minus m bis yk. Das ist in der expliziten Form, nennt man das auch Adams-Bashforth. In der impliziten Form, das heißt, wenn das yk plus 1 auch noch auf der rechten Seite auftaucht, nennt man es Adams-Moulton. Gebräuchlicher sind eher diese Verfahren von Nyström, also hier in der zweiten Form oder von Mills-Simpson in der zweiten Form zusätzlich noch implizit. Ja, brauchen Sie sich nicht zu merken, aber tatsächlich, wenn Sie bei Python also mal in die Dokumentationen gucken, wie solche Sachen implementiert sind mit Hilfe von Mehrschrittverfahren, dann sind das hier häufig die Namen, die dort genannt werden. Okay, schauen wir uns an, wie könnte man solche